Guten Tag. Hey, willkommen zu Cranks Popcorn Studio in unserem Dschungelkino hier. Hier gucken wir gerne immer mal richtig coole Filme. Und was gehört zum Kinofilm dazu? Nicht diese Nacho-Scheiße. Nein, richtig geiles Popcorn. Jetzt zeige ich euch mal, was man sonst noch so für Popcorn-Sorten herstellen kann, für die euch eure Freunde lieben, vielleicht nicht auch hassen. Das eine ist, von der Firma Monin machen wir geröstete Haselnüsse. Und das andere, Fisherman's Friend Popcorn. Man braucht zum guten Popcorn selber machen eigentlich nur drei Sachen. Zucker, Mais, Fett. Das ist es schon. Ein Kochtopf vielleicht noch und ein Herd oder so eine richtig coole Popcornmaschine hier. Ganz wichtig dabei ist halt eben die Qualität der Zutaten. Das Popcorn wird erst richtig lecker, wenn es karamellisiert. Und je gröber der Zucker ist, desto besser bleibt der Zucker dann auch an dem aufgepoppten Popcorn kleben. Nicht das Ding von der Tankstelle oder sowas, sondern es gibt zwei verschiedene Sorten Popcorn, die richtig lecker sind. Das eine ist Mushroom, wie der Name schon sagt, sieht das Popcorn eher so ein bisschen aus wie ein aufgeplatzter Pilz. Und es gibt Butterfly, die poppen so ein bisschen breiter auf. Schmecken beide in etwa gleich gut, ist eine Frage des Aussehens, was einem da lieber ist. Nicht einfach irgendein Butterstück da reintun oder so, weil es muss richtig heiß werden, um zu karamellisieren. Gutes Öl. Hoch erhitzbar nehmen, im Schnitt so um die 10 Milliliter hinein. Dann, je nach Geschmack, ich nehme mal so einen Teelöffel Zucker. Süßer geht immer, weniger ist nicht so lecker. Und drei Löffel Popcorn. Dann kommt das geröstete Haselnussaroma. So ein bisschen drauf, ich mag es gern süß. Herd, volle Kanne anschalten, rühren. Das Wichtige daran ist nämlich, der Zucker, das Öl und der Mais, die verkleben miteinander. Und das ist das Geheimnis dessen, dass es karamellisiert unter der Hitze. Das backt nämlich richtig an dem Popcorn dran und erst dann schmeckt es richtig gut. Wenn es anfängt zu poppen, runterdrehen, den Deckel drauf und es richtig schön rumpoppen lassen. Wenn nur noch so zwei, drei immer mal pop, pop, pop machen, ausmachen, runterstellen, dann ist das Popcorn eigentlich fertig. Aber ich mache es mir ein bisschen einfacher. Ich tue den ganzen Kram nämlich in meine Popcornmaschine hier rein. Dann wollen wir mal sehen, wie das Zeug schmeckt. Schön goldbraun. So muss selbstgemachtes Popcorn aussehen. Und jetzt? Zu deiner eigentlichen Bestimmung. Ganz klar Haselnuss, schön knackig, Zucker klebt dran, total, total lecker. Haselnuss, gebrannte Haselnuss, schmeckt man richtig gut raus. Meine Empfehlung. Jetzt wollen wir mal den zweiten Teil sehen. Fisherman's Friend Popcorn. Fett, Zucker, Mais. 2 bis 3 Fisherman's Friend. Und zerstampfen Sie mit dem Mörser. Das pfeift jetzt schon in den Augen. Das macht man schön klein. Das zieht einem die Strümpfe hoch. Ihr rührt, nicht vergessen, die ganze Zeit. Ich nehme die hier wieder. Schmeckt aber gar nicht so übel. Aber was beißt in den Augen? Ganz schön minzig. Aber lecker, wenn man mal was anderes machen will. Unbedingt nachmachen. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Mal gucken, was wir dann machen. Vielleicht Omas alten Topflappen oder ein Stück Leberwurst. Lasst euch überraschen. Bis zum nächsten Mal in Cranks Popcorn Studio.